Schlechter als bei uns daheim. Jeden Tag die Arbeit bis spät in die Nacht und nie ist Schluss. Da ist mir die schlechteste Stellung in der Stadt immer noch lieber. Du meinst, die Leute in der Stadt gehen nur ins Kino und in den Tanzsaal. Die müssen auch fleißig arbeiten. Ja, aber die haben ihren freien Abend und ihre Abwechslung und Freude. Aber was hab ich? Frag die Meier Kathi, die ist Köchin im Krankenhaus Maria Hill. Die hat ein gutes Gehalt und freie Station und spart noch dazu 20 Mark monatlich für die Aussteuer. Das ist schon richtig, Marianne. Aber die ist auch 15 Jahre älter als du und hat eine gute Ausbildung und eine lange Praxis. Und die war nicht leicht. Das darfst du nicht vergessen. Grüß Gott, Frau Schneider. Grüß Gott. Zurecht, das Tantin. Ich komme nicht mehr zurecht mit ihr. Nun, Marianne, eins ist sicher. Eine Arbeit, die nur Vergnügen macht, die gibt's nirgends auf der Welt. Weder in der Stadt noch auf dem Land. Sie reden daher, Günther, Herr Pfarrer. Nun will ich dir mal was sagen. Ich habe von meiner Dienststelle einen Brief bekommen. Da möchte ein junges Mädchen aus Norddeutschland auf einen Hof nach Süddeutschland. Ich habe schon mit deiner Tante gesprochen. Die würde einen Lehrling von außerhalb gern nehmen. Denn du willst doch nicht zu ihr? Nein, ich möchte heute mal fort. Schau, das wäre doch etwas für dich. Eine Lehrstelle in Norddeutschland, dort, wo die Anna herkommt. Du könntest dort einen Lehrvertrag abschließen und die Gehilfenprüfung machen. Na und dann? Dann steht dir der Weg für viele Berufe offen. Dafür musst du aber immer erst die ländliche Hauswirtschaftslehre durchgemacht haben. Schau mal an. Lernst die Welt kennen. Ich hab nicht so gut gehabt. Mahlzeit. Bitte? Danke. Mahlzeit. Mahlzeit. Danke. Sind das etwa deine ausgekochten Putenküken, die heute Morgen tot im Stall lagen? Ach, hui, Fritz. Schon wieder Küken eingegangen? Wenn du so weitermachst, Anna, dann wird Herr Lehrling den Geflügelhof kriegen. Vater, ich kann doch nichts dafür, dass die dummen Biester in den Wolkenbruch geraten sind. Ach, das hätte jeder anderen auch passieren können. Aber zu Hause bleibt man ja immer die dumme Göre. Hm. Die Suppe ist auch versalzen. Wenn man sich nicht um alles selbst kümmert. An allem habt ihr etwas auszusetzen. Ach, du wirst dich erst wundern, wenn du in die Fremde kommst. Das will ich ja. Hoffentlich kriege ich bald Antwort. Ich habe mich nach Süddeutschland als Lehrling beworben. Was soll das heißen? Glaubst du, dass du bei mir nicht genug lernst? Schließlich schickt man mir ja die Lehrlinge zur Ausbildung, weil mein Hof gut in Schuss ist. Aber die eigene Tochter will woanders hin. Ja, Vater.
Fritz wird eines Tages heiraten und den Hof übernehmen. Und da möchte ich selbstständig sein. Darum möchte ich auch in die Fremdlehre. Und zwar nach Süddeutschland. Da soll vieles ganz anders sein als hier. Und das möchte ich mal kennenlernen. Ja, und was tut dann aus deiner Arbeit hier? Die Lore ist bald mit ihrer Lehre fertig und geht weg. Ganz einfach. Ihr nehmt dann eben im Austausch für mich einen anderen Lehrling. Du, den helfe ich aber mit aussuchen. Ja, vielleicht mit einem Regenschirm für die Putenküken. Und auch. Du kommst zu meiner Tante auf den Sonnenhof. Hoffentlich gefällt dir da. Die haben gemeint, ich soll dann auf euren Hof kommen. Das wäre ja prima. Dann hätten meine Eltern gleich jemand für mich. Sag, wie ist's denn bei euch? Oh, das erzähle ich dir schon noch. Jetzt bin ich erst neugierig, wie es hier ist. Komm rüber zum Pferd. Na, seid's da. Guten Tag. Grüß Gott. Guten Tag, ich bin Anna Brodersen. Das ist also der neue Lehrling. Grüß Gott, Anna. Ja. Hoffentlich fühlst du dich recht wohl bei uns. Na, hat alles gut geklappt? Gewiss. Komm, ich zeig dir dein Zimmer und dann den Hof. Nett ist das. Wenn du willst, zeig ich dir dann noch den Hof. Ja, aber dann will ich mir erst etwas anderes anziehen. Dort ist der Schrank. Guten Tag. Grüß Gott, Mari. Das ist eine neue Lehrling. Ja, grüß Gott. Ich bin die Anna. Hab schon gehört. Einen Küchenmotor habt ihr auch? Freilich, den hat meine Tante erst angeschafft. Komm, geh mal weiter. Bei euch, gell? Die Hauptsache ist bei uns das Vieh. Viehwirtschaft haben wir auch. Aber hier ist doch manches anders als bei uns. Und das wollte ich eben kennenlernen. Natürlich haben wir auch Schweine und Geflügelzucht. Geflügelzucht? Das musste meine Tante erzählen. Die träumt immer von einer Hühnerfarm. Schon. Aber es ist halt immer dasselbe. Wenn ich schon in der Landwirtschaft bleibe, dann möchte ich mal woanders hin. Ja, du hast recht, das muss man. Aber vor allen Dingen will ich selbstständig werden. Wenn deine Tante mich mag, werde ich mich schon rasch einarbeiten. Zu Hause, da redet mir die Mutter immer dazwischen und traut mir nichts zu. Aber zu dir wird sie bestimmt anders sein. Und dein Vater? Ach, manchmal ein bisschen brummig. Aber er meint sich bloß. Nur vor meinem Bruder musst du dich in Acht nehmen. Prima Bursche. Aber ein, na, hallo, Dri. Hallo, bist du die Neue? Nicht hinschauen, wir lassen uns nicht pfeifen. Na? Hast du eine Tüte von dem neuen Atomkraftfutter mitgebracht? Da sollen doch die Hühner Eier legen, so groß wie Kürbisse, hm? Du hast ja einen Knall. Die weiß Bescheid.
Die ist doch keiner aus der Stadt. Was hast du denn? Kannst du keinen Spaß vertragen? Doch schon. Aber hier ist alles so fremd. Und dann... Heimweh? Ich weiß nicht. Da gibt's doch nicht zu lachen. So wird das gemacht. So, jetzt kannst du einschütten. Komm, ich helf dir. Das ist eben keine Arbeit für mich. Ach so. Das ist keine Arbeit für dich. Was ist denn dann eine Arbeit für dich? Wenn man der Arbeit leicht die Lust verliert, brauchen wir jetzt gar nicht anzufangen. Was willst du eigentlich? Ich weiß nicht. Eigentlich wollte ich ja in die Stadt. Dann geh doch. Hier hält dich doch keiner. Du. Aber ich würde mir das nochmal schwer überlegen. Und nicht leicht die Flinte ins Korn werfen. Ich war auch in der Fremdlehre. Es stand mir manchmal bis hier. Aber es hat auch sein Gutes, wenn man durchhält. Das ist halt meine Erfahrung. Na, willst du es nicht nochmal versuchen? Ja? Also, hier trägst du die wirklichen Arbeiten ein. In Haus, Garten, Geflügel und Stall. Zum Beispiel unter Garten Himbeeren pflücken, Unkraut gejätet. Und unter Geflügel, na, Junghähnchen beringen, ja, oder Eintagsküken angekommen. Ja. Außer den laufenden Arbeiten. Oh, nein, halt das. Und hier komm, trägst du den täglichen Kleid. Oh, nein, halt, du schummelst. Nein, du schummelst, das stimmt. Ach, Kinder, mach nicht Mutter, so einen Lärm. Geh, stell das Radio ab. Man kann ja sein eigenes Wort nicht verstehen. Sie schummelt immer. Flo, ja. Pass mal auf. Wie würdest du denn die Arbeitseinteilung für die nächste Woche machen? Marianne könnte den Außendienst machen und ich die Küche. Gut, so ist es richtig. Ach, es ist ja schon so spät. Kinder, nun müsst ihr aber ins Bett. Ja, denn... Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Komm, Marianne. Na. Na, und du? Oh, ich gehe auch ins Bett. Na, nun schon müde? Nee, aber morgen früh. Wo auch immer was passiert. Alles junge Leute, die keine rechte Arbeit oder Heimat haben. Für uns auf dem Lande könnten sie beides haben. Auf dem Nachbarhof, da suchen sie schon seit langem einen jungen Burschen. Der könnte ordentlich was lernen. Ein tüchtiger Betrieb. Wie kommst du nun mit deinem neuen Lehrling aus? Der Marianne? Ich weiß nicht. Ist ziemlich eigensinnig und hat auch wohl andere Flausen im Kopf. Eigentlich ein liebes Ding. Sehr hilfsbereit. Wenn man nur an sie herankommen könnte. Na, du wirst es schon machen. Ich habe ja gestern zugesehen. Zupacken kann sie ja. Hat wohl zu Hause tüchtig ran müssen. Ja, die hat es nicht leicht gehabt. Man muss viel Geduld haben mit den Lehrlingen. Aber lob sie mal, dann wird sie sicher. Denk an unsere Anna. Ja. Die machte das nicht anders. Wenn sie einige Zeit da ist, dann gib ihr doch etwas Selbstständigkeit. Vielleicht den Hühnerhof. Auch wenn mal ein Putenküken eingeht. Sie muss Freude an der Arbeit bekommen. Mhm. Du sollst den Hühnerhof in eigener Verantwortung bekommen. So, Marianne, jetzt sollst du den Schlüssel haben. Den Hühnern schenkte Marianne nämlich ihre besondere Liebe. Aber auch in den anderen Arbeitsgebieten, in Haus, Hof und Stall, machte sie gute Fortschritte. Ich gebe mir immer viel Mühe mit der Ausbildung meiner Lehrlinge. Und es ist oft nicht leicht, ihnen klarzumachen, dass eine Arbeit halb so schwer ist, wenn sie richtig eingeteilt und ausgeführt wird. Aber dazu sind wir Lehrfrauen ja da, ihnen das beizubringen. Marianne war am Anfang etwas schwierig. Sie wissen ja, sie hat einen eigenen Kopf. Aber dann habe ich sie möglichst selbstständig arbeiten lassen und nun ging es mit einem Mal. Ich glaube, sie bekommt jetzt Freude an ihrer Lehre. Dass die Ausbildung im ländlichen Haushalt sehr vielseitig ist, hat Lore bei mir gelernt und nun lernt es auch Marianne. Musik.
Du auch. Wollen wir uns hierher setzen? Ja, lass uns mal. Gib Obacht! Ob der uns beide hält? Mhm. Du bist ja heute so vergnügt. Du bist überhaupt ganz anders in der letzten Zeit als am Anfang. Lach mich nicht aus. Aber es macht mir halt jetzt alles viel mehr Spaß. Sogar die Menschen kann ich jetzt besser verstehen. Aber ein wohl besonders, nicht? Ach, Mann. Aber gib doch zu, dass mein Hühner auch prima ein Schuss ist. Das hat sogar die Bäuerin gesagt. Ja, ja. Das stimmt schon. Du, jetzt gibt's aber was. Thank you.
Briefberatung. Und ein Brief von der Anna. Von der Wirtschaftsberaterin? Lies mal vor, was die schreibt. Kommst du jetzt auf eine Texas-Farm? Ach was, der Brief ist an uns beide. Sonntag, den 22. sind wir zu einem Besuch der Landwirtschaftsausstellung in die Stadt eingeladen. Wir machen eine Sammelfahrt mit dem Autobus. Prima, da erlebt man wenigstens mal was. Hoffentlich lässt es die Bäuerin fahren. Aber wer kümmert sich dann um meine Hühner? Na, für den einen Tag. Die Bäuerin ist ja schließlich auch noch da. Wir wollen die Daumen drücken, dass das Korn bis Samstag drin ist. Hm. Zu besuchen. Haben Sie euch gefallen? Prima! Ja. Es gibt ja wirklich viele Maschinen und Geräte für die Bäuerin. Und dann die großen Maschinen im Dorfgemeinschaftshaus. Mhm. Ich mache euch einen Vorschlag. Bis zum nächsten Lehrlingstreffen sprechen wir einmal darüber, was euch am besten gefallen hat. Einverstanden? Oh, ja. Ja! Du, Lore? Ja? Hoffentlich fahren wir bald nach Hause. Na nun, hast du es so eilig? Gefällt es dir etwa nicht? Doch schon, Herr Lehrer. Aber hoffentlich vergisst die Bäuerin nicht, meine Hühner zu besorgen. Ach, wenn das so ist, dann kannst du ja mit uns kommen. Ich bin nämlich mit dem Bäcker hier. Der will gleich wegfahren und er hat bestimmt noch einen Platz für dich, nicht wahr? Ja. Das ist fein. Nur wegen der Hühner, Marianne? Ach, wir wären doch dann schneller zu Hause. Thank you.
steht denn da so Interessantes? Ach, die Tafel über die Berufe auf dem Lande von der Ausstellung. Ja, da seht ihr, wie viele Möglichkeiten ihr habt. Ja, hier zum Beispiel Wirtschaftsgehilfen oder Meisterin einem größeren landwirtschaftlichen Betrieb, das interessiert mich besonders. Und wenn man sich auf den Fachschulen weiterbildet, kann man ländliche Haushaltspflegerin werden und später sogar landwirtschaftliche Lehrerin. Aber für diese Berufe braucht man eine bestimmte Schulausbildung. Die Wirtschaftsberaterin und viele Mitarbeiterinnen im Landfrauenverband haben dieselbe Ausbildung. Eure ländliche Hauswirtschaftslehre ist wirklich eine gute Grundlage für noch viele andere Berufe. Ja, Gemeindeschwester oder Kindergärtnerin. Aber ich glaube, das Wichtigste habt ihr vergessen. Ich weiß schon, was Sie meinen. Am wichtigsten ist die Lehre für die künftige junge Bäuerin. Na eben. Oder wollt ihr etwa nicht heiraten? Ich nicht. Taschengeld, eine eigene Dreschmaschine gekauft. Mit dir werden wir schon auf dem Handbetrieb fertig. Also Fritz, dass du nicht ernst nehmen kannst. Na, wie war's denn? Also erzähl mal. Prima. Und so viele neue Maschinen für die Bäuerin. Und dieser Betrieb in der Stadt? Aber ich bin doch froh, dass ich wieder daheim bin. So, daheim. Fühlt sich also bei uns schon daheim. Mhm. Haben Sie auch die Hühner nicht vergessen? Oh nein, ich habe sogar schon abgeschlossen. Dann ist gut. Nein, nun setzt euch mal und esst erst was. Interessant heute. Besonders die Tafel mit den Berufen und das, was der Lehrer gesagt hat, gell? Mhm. Ich muss mir das noch einmal ganz genau überlegen und dann einen bestimmten Plan machen. Die Hauptsache ist, dass ich meine Gehilfen in den Prüfungen gut hinkriege und noch mehr praktische Erfahrungen sammle. Ja, aber warum zerbrichst du dir schon heute den Kopf darüber? Du hast doch noch viel Zeit. Ja, schon. Aber jetzt weiß ich doch wenigstens, was ich will.